Auf dem 2 Hektar großen Areal des ehemaligen Landespensionistenheims in der Trautzonstraße in St. Pölten wird die Alpenland ab dem Jahr 2023 ein neues Wohnquartier mit 300 Wohnungen errichten. Ziel der Genossenschaft ist es, dass man ein nachhaltiges und ökologisch sehr engagiertes Quartier entwickelt, ein energieeffizientes Quartier, dass wir auch schauen, dass wir Klimafreundlichkeit unterstützen durch eine gute und qualifizierte Freiraumplanung. Und um das zu erreichen, hat man im Museum Niederösterreich einen Planungsworkshop mit 8 Architekturbüros aus Österreich, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz veranstaltet. Die Idee zu einem internationalen Wohnbauprojekt ist im Zuge der gescheiterten Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt entstanden. Mit der Bewerbung dann als die Kulturhauptstadt 24 haben wir gesagt, wir holen die Internationalität über diesen internationalen Architekturwettbewerb herein und geben so ein Stückchen mehr Europa in die Landeshauptstadt St. Pölten. Es kommen gerade bei Architekturwettbewerben immer interessante Lösungen auch, was Nachhaltigkeit, was Ökologie, was Grünraum, was Fassadenbegrünungen und betrifft. Und diese Hoffnungen werden bereits durch die ersten Projektentwürfe bestätigt, denn bei allen Teams steht die Schaffung von großzügigen Grün- und Gemeinschaftsflächen im Vordergrund. Auch vom Land wird das internationale Planungsverfahren mit großem Interesse verfolgt. Ich glaube, dass wir alle in Europa mit denselben Herausforderungen kämpfen. Die Baugründe werden teurer, die Baumaterialien werden teurer. Wir brauchen einen ganz starken ökologischen Faktor im geförderten Wohnbau und müssen dabei aber weiter für die Allgemeinheit leistbar bleiben. Auf die Architekturbüros wartet nach der Zwischenpräsentation einiges an Arbeit, denn bereits in wenigen Wochen soll bei weiteren Workshops das Gesamtkonzept finalisiert werden.